Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Port von Pokémon Smaragd Nuzlocke Challenge. Ich habe gerade den Tipp bekommen, ich könnte ja randomisen, aber nein, ich habe das nicht gerandomized. Vielleicht mache ich mal irgendwann mal anders einen Randomizer mit einer anderen Edition, aber Pokémon Smaragd wollte ich mal so spielen. Weil Smaragd an sich soll so schon schwer sein. Und wir werden uns jetzt einfach mal wieder auf den Weg machen. Oh nein. Du hast mir noch gefehlt. Komm mal vor. Komm, bekommst mal ein bisschen Training. Oh, hi, DTV. Dein Pokénav-Betrainer besitzt die Trainer-Funktion. Wir tragen uns gegenseitig an. So bleiben wir in Kontakt. Nein, ich will deine Nummer nicht. Ach übrigens, ich habe Mr. Prag im Blütenburgwald gesehen. Ich glaube, er ist am Weg zu seiner Hütte am Meer. Wie geht es dem Pokédex voran? Meiner sieht ganz schön und ganz anständig aus. Daher, wie wäre es mit dem kleinen Kampf? Du bist gerade erst Trainer geworden, Diti. Ich werde nicht verlieren. Werden wir sehen. Ich bin aber auch traurig. Deswegen sauge ich das Vieh jetzt aus. Ach Gott, Eva. Das war so gut. Nein! Nein! Morphua! Erst Gulliver, dann Morphua. Och, Manu. Das ist nicht der fucking Ernst. Morphua hat verloren. Wegen dem Critical Hit. Ich hätte den Kampf nicht annehmen dürfen. Mach doch mal was! Mann! Aber durch sowas. Das kann ich nicht mehr gut machen. Ich bin doch nicht mal im Mittelpunkt des Spiels. Ich habe schon solche Schwierigkeiten. Warte mal. Ich hätte mehr grinden sollen. Und zwar offscreen. Nein! Boah! Mach's tot, bitte! Boah! Morphua! Wir trauen einem Freund. Einen ganz besonderen Freund namens Morphua. Morphua war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber dann kam dieses scheiß Wingull und hat einen Critical Hit gemacht. Und Morphua gewonnen-hittet. Dann war Gekabor übrig. Gekabor hat folgendes gemacht. Es macht mein Leben zur Hölle. Wenn das jetzt ab... Ach, das ist Level 15, das kann 100% Silberblick. Das Einzige, was ich machen kann, ist... Wams! Und Critical Hit. Ich habe jetzt schon total Muffensausen. Ich habe Morphua verloren. Mein Pfiffchen ist kaum trainiert. Und... Ihr seht selbst. Ich muss in der Höhle von Faustauhafen unbedingt grinden. Das Ding ist, ich komme jetzt sicher nur zu zwei Pokémon. So. Und jetzt wird... Nein! Alles plus das nicht.
Oh nein, ich habe keine Tränke mehr. Er trifft. Und der hat meine Verteidigung Arsch gemacht. Jetzt agiere ich dagegen. Nein. Nein. Ich will... Nein. Oh nein. Das ist doch unfair. Also ich weiß, man kann nicht wirklich nur aufhören. Nur noch healen und... Ja. So. Dagger. Yes. Los, komm, mach's fertig. Ich kann keinen einzigen richtig tollen Angriff landen. Oh Gott. Ich bin so im Arsch. Das Einzige, was ich machen kann, ist Add einsetzen, damit die Statuswerte wieder auf 0 gemacht werden. Yes. Okay, Add. Jauler. Nein! Das darf nicht gewinnen. Das ist mir jetzt egal. Los, Add. Wir haben seine Genauigkeit extra am Arsch gemacht, damit wir dagegen was tun können. Angriff steigt stark. Nein! Es lebt doch! Es lebt! Oh Gott! Okay, Ed. Ab jetzt hängt wirklich alles an dich. Gut, Ed, gut. Guter Junge. Der Struggle ist aber real. Ja. Ja. Mach, Ed, mach. Ja. 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 Nicht mal ein Level up. Ach übrigens, ich habe Mr. Prag im Blütenburgwald gesehen. Hey Timmy, du bist gerade hierher gezogen, daher kannst du das nicht wissen. Aber Mr. Prag war Seefahrer. Ich habe verloren. Ich habe mein Team verloren. Also, wen hätten wir jetzt da unter den Toten? Morphwa. I hate you, Morphwa. Ab jetzt hasse ich dich. Der hat überlebt. Zwei Pokémon haben überlebt. Zabu ist dead. Zabu ist dead und Mortimer und... Und Ed sind noch einziges am Leben. Und ich raste aus. Okay, jetzt kann ich nur mal auf der Karte gucken, euch zeigen, was wir alles schon abgehakt haben. Also, das haben wir. Da kommen wir auch schon bald hin. Und wenn wir jetzt von hier aus, es gibt nur einen Fausttauhafen. Yep, es gibt nur einen Fausttauhafen. Also kann ich nur noch ein Pokémon angeln. Wir gehen direkt in die Höhle. Wir gehen direkt in die Höhle und fangen uns irgendein Vieh. Jetzt müssen wir überlegen, was wir uns fangen. Also Wasser-Pokémon
damit haben wir schon Mortimer. Ah, da sieht man, wie scheiße manche Pokémon sind, ja. Wir machen uns erstmal auf den Weg. Warte, Mädchen, immer langsam, Pekko. Hm, du bist die TV, du hast mein Liebling Pekko gerettet. Wir verdanken dir sehr viel. Wie bitte? Du möchtest mit mir segeln? Hm, du musst einen Brief im Faustau Hafen und ein Paket in Quaffleport City abgeben? Da bist du aber gut beschäftigt. Aber deine Bitte ist überhaupt kein Problem für mich. Bei mir bist du richtig, wir setzen Segel Richtung Faustau Hafen. Also ab nach Faustau Hafen. Und gelichtet, Pekko, wie sah es, setzen Segel, mein Liebling. Ich finde es irgendwie geil, wenn das Bingala so daneben fliegen würde. Sozusagen, ja, ich hab was zu fliegen. Piep. Oh, DTW. Wo bist du gerade? Es hört sich an, als sei es dort sehr windig. Ich habe gerade von Mr. Trump und von Dämon erfahren, dass du einen besonderen Pokénav hast. Daher rufe ich dich an. Du hörst dich an, als ging es dir gut. Dann bin ich beruhigt. Nein, ich bin einfach nur sehr krank. Vater Norman wurde eingetragen. Gut. Das war's. Da bin ich. Ahoi, wir haben einen Fausthauer auf den Anker geworfen. Er vermutet, du wirst diesen Brief hier zu diesem Troy bringen. Ich glaube, ich werde kein Pokémon fischen. Wow. Ja, ja, ja. Seidenschall. Sehr gut. Damit hätte ich schon mal einen Seidenschall, was? Dies ist ein berühmter Angelplatz, das wird zum Angeln. Ja, da habe ich. Ich habe dir ganz genau zugehört und mir gefällt, was du gesagt hast. Ich werde dir eine Mangel an meine Angeln geben. Okay. Und als kleine Zugabe gebe ich dir noch einige Tipps zum Angeln. Schau dir zuerst das Wasser an und benutze deine Angel. Konzentriere dich, wenn etwas anbeißt, hol die Angel ein. Manchmal kannst du mit einem Mal etwas Großes fangen. Manchmal musst du immer wieder kurz die Angel annehmen, um etwas an Land zu ziehen. Ich werde jetzt aber nicht angeln. Ich beanspruche das Pokémon Center für mich, damit ich jederzeit wieder zurück teleportiert werde. Wenn ich zum Beispiel Teleport einsetze. Und von den vermeintlichen vier Pokémon, die so toll waren, sind noch zwei übrig geblieben, wovon eins nicht so toll ist. Armes Ding. Oh. Ja, das ist was anderes. Also hier. Wenn Faustau Hafen. Moment mal, Route 106. Muss ich mir mal angucken. Route 106 ist diese Route. Das geht hier bis hier. Und hier ist Route 107. Ist aber was anderes als Faustau Hafen an sich. Wisst ihr, was ich tue? Ich angle in Faustau Hafen. Carpador! So.
Da seine Muskeln nicht stark sind, wird es vielleicht von der Strömung weggespült. Wo sich Wasser sammelt, findet man auch immer viele angespülte Carbador. Möchtest du Carbador einen Spitznamen geben? Erinnert mich immer an den Tag, als ich plötzlich einen Shiny-Carbador aus dem See gefischt habe. So. Und jetzt kann ich da oben auch nochmal angeln. Nein! Und das war's. Nein! Mortimer ist vergiftet. Das ist richtig, richtig mies. Aber es erreicht Level 16. Das heißt, Mortimer wird sich entwickeln. Endlich! Vielleicht ist es dann auch besser, wenn sich Mortimer zu Morabbel weiterentwickelt, weil es dann sowieso stärker ist. Es ist so süß! Lebensschuss! Yeah, Mann! Das muss einfach sein! Willkommen! So. Jetzt gehe ich an. Nein. Ich gehe zurück zum Pokémon Center. Also hätten die hier kein Pokémon Center hingebaut, wäre ich im Arsch. Ich habe Mortimer gerettet! Ich gehe angeln. Ein Tentacher! Nicht schon wieder! Keine Sorge, Mortimer, ich fange es mir. Zwei, drei, Tentara wurde gefangen. Jetzt habe ich zwei Wasser-Pokémon. Sein Körper besteht nahezu komplett aus Wasser. Es umschlingt seine Gegner mit seinen langen Tentakeln und initiiert anschließend sein Gift. Möchtest du Tentakeln spitzen? Warum sind die immer weiblich? Ich kenne kaum weibliche Oktopusse. Her. Bei Fuß, Giesel her.
So, damit hätte ich jetzt eine Erweiterung meines Teams. Es sind wieder so viele wie vorhin, als ich begonnen habe. Beziehungsweise wie in Ports davor. Kauto kann sicher nur Tackle. Und Tackle? Nur Platscher. Das wird schwierig werden. Das Einzige, was ich nur machen kann, ist wirklich nochmal zum Heilen gehen. Vielleicht kann ich gegen den Angler kämpfen. Es ist so schwer. Ich hätte nie gedacht, dass es so schwer ist. Normalerweise würde man einfach sagen, ja, die sind besiegt. Geh mal einfach wieder heilen. Aber nee, das ist so nicht. Das ist eine Nuzlocke-Challenge. Und wie ihr seht, hab ich schon etliche tote Pokémon. Komm, ey. Mal sehen, ich glaube, da gab es noch einen Trainer mit 6 Kabalos. Ich glaube, es war hier. 3. Aber es sind Kabalos. Los, Ed! Ed! Jaula! Ich mach 3-mal Jaula. Und dann versuche ich die jetzt zu schlagen. Weil die machen ja sowieso nur Platscher. Da passiert nichts. Ich glaube, das war schon mein 3. Jetzt habe ich noch einen 4. reingelegt. Na egal. Nicht viele EP dann sicher wegen den Carbador. Am liebsten hätte ich einen schönen EP-Teiler. Scheiße, das ist. Na gut, er hat einen Tentara. Das ist weg! Yes! Nicht yes! Und noch ein Carbador. Warum noch ein Carbador so wenig EP? Naja. Na toll. Na gut. In unserem nächsten Part werden wir sehen, was uns hier in dieser Runde erwartet. Also abonniert unbedingt meinen Kanal. Klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich beim nächsten Mal 100% wieder. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.